So. Das Ganze ist von Disney jetzt. Ne, wisst ihr, habt ihr ja mitbekommen. Eine Kamera fällt gleich. Alles gut? Alles gut. Alles steht noch. Es wird geladen. Mein Controller ist weg. Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxie. Das Erwachen der Macht. Star Wars. Bei Disney. Nicht bei LucasArts. Eine beliebige Taste drücken, um zu beginnen. Die macht es nicht mit mehr. Ich muss doch meinen Finger benutzen. Das ist ja doof. Oh, nicht mal mein Finger funktioniert. Ah. So. Jetzt aber. Da, 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 da. So, was haben wir denn hier? Eine Karte. Neues Spiel! Das sieht doch gut aus. Ich habe noch nichts hier gespielt. Ich habe noch nichts gesehen. Speichern bestätigen. Ja, speichere mal den Anfang des Spiels. Automatisch speichern verwendet jetzt Spiel 1. Alles klar. Prolog. Die Schlacht von Endor. Lange vor Luke Skywalkers Verschwinden und dem Entstehen der Ersten Ordnung bereitet sich das tyrannische Imperium darauf vor, die Rebellenallianz ein für allemal zu zerstören. Die Rebellenflotte nähert sich dem zweiten Todesstern und Luke Skywalker hat sich dem Imperium ergeben, um Darth Vader ein letztes Mal gegenüberzustehen. Han Solos Kommandotrupp ist auf dem Weg zum imperialen Schildgenerator auf Endor. Doch die Rebellen werden in eine Falle gelockt. Punkt, 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 Punkt. Zum Glück ist das Spiel auch gar nicht laut oder so. Oh, ich finde es eigentlich geht. So. Space, Space, Space. Unendliche Weiten. Darf man das überhaupt sagen in Verbindung mit Star Wars? Unendliche Weiten? Todesstern! Vatertag! Willkommen, junger Skywalker. Ich freue mich schon, deine Ausbildung abzuschließen. Bald wirst auch du mich Meister nennen. Ihr irrt euch diesmal gewaltig. Denn ich könnte nicht bekehren wie einst meinen Vater. Es ist sinnlos, Widerstand zu leisten, mein Sohn. Deine Freunde werden in eine Falle geraten, wie die Rebellenflotte. Möge die Macht mit uns sein. Immer so wie du mal Rabiatin. Irgendwas muss auf dem Monitor erscheinen, ob aktiviert oder nicht. Die blockieren die Sensoren, wissen die, dass wir kommen? Angriff abbrechen! Schild noch aktiv. Eine Falle. Der hat einen Fisch in seinen Kaffee getunkt. Ich habe dir gesagt, es ist gefährlich hier. Na komm, wo bleibt dein Optimismus? Hallo, hier drüben. Sucht ihr vielleicht nach mir? Daran erinnere ich mich gar nicht mehr. So, das scheint ja tatsächlich. Oh. Ich kann so richtig ballern und Friendly Fire machen. Das ist ja schön. So, also. Yes.
Also ich erinnere mich tatsächlich überhaupt nicht an irgendwas hier von diesen Ereignissen. Ich glaube auch, dass die tatsächlich nicht im Film vorkommen, wenn ich das jetzt richtig sehe. Was? Stormtrooper oder Helm? Das gibt's doch gar nicht. So, komm dran hier. Bäm, bam. Oh nein. Nicht die zweifüßigen Roboter-Dinger, wie auch immer sie heißen. Ich glaube, den müssen wir jetzt erstmal richtig... Oh, ich wollte gerade sagen, hier sind die Drachen von Herr der Ringe plötzlich anwesend. So, was haben wir denn hier alles? Also, mit Hilfe von Multi... Oh, das ging zu schnell. Achso. Huch. Habe ich jetzt gerade die Trage kaputt gemacht, die ich eigentlich aufbauen sollte? Hä? Aha. Ah, okay. Man muss bei den Lego-Spielen echt immer erst so ein bisschen mal checken, was Sache ist. So, ich soll jetzt A drücken, ja, aber das tue ich doch. Ah, na endlich. Oh, Sterni! 94! Vielen Dank. So. B wahrscheinlich. Nochmal. Ich muss mich gerade konzentrieren. Vielen Dank, Sterni! Jawoll, wir haben die Trompetenspieler befreit. All-Terrain Scout Transporter. Jetzt ist das Fachwissen von Murphy gefragt. Du kannst zu anderen Charakteren wechseln, indem du Y drückst oder gedrückt hältst. Okay. Ah, ich will erstmal hier. Tada! Ein paar Stormtroopers weglasern. So, und dann hier noch das Zeug. Man kann ja in Lego immer so viel kaputt machen. Das ist eigentlich immer ganz gut. Voll das Erfolgsgeheimnis. Sachen kaputt schießen. Und zerstören. So, hier können wir auch noch irgendwie rein. So, und hier haben wir noch so einen, den Transport. Transporter. So, wie können wir denn den jetzt kaputt machen? Hier ist ein Telefon. Nur starke Charaktere wie können an Lego-Riffen ziehen wie diesen hier. Okay, dann machen wir das doch mal. Ah, okay. Ich glaube, ich sehe, was hier passiert. Bums. Ja. Und nun? Ah. Irgendwas anderes müssen wir jetzt machen. Ich weiß aber nicht genau was. Ah, jetzt bin ich leer. Nee, das will ich auch nicht. Ich möchte ihn hier nochmal machen. So. Kann ich jetzt... Nein! Nein! Oh Gott. Vier Charaktere sind zu viel. So, was müssen wir jetzt machen? Ach, wir müssen jetzt hier auf der Seite das gleiche auch nochmal machen, oder was? Okay, ich verstehe. So, da müssen wir den kleinen machen. So, B. Na, komm schon. Was können wir denn hier machen? Ah, hier ist der nächste. Ja, und jetzt müssen wir den anderen da hochbringen. Aber wie? Das frage ich mich. Hier, der, dem hier vielleicht. So, so, so. Bums. jetzt ist die Frage, was das gebracht hat. So. Und er hier kann mal hier was bauen. Ah, okay. Hier wird irgendwie was aufgebaut. Da kann ich wahrscheinlich jetzt hochklettern. Yes. Na, also, geht doch. Wir haben einen neuen Lego-Stein bekommen. Nein! Oh Gott, daneben gesprungen. So. Dann muss ich doch irgendwie drüber können. Nö. Anscheinend nicht. Dann muss ich irgendwas anderes machen. Oh, lol. Na toll. Wieso hat der denn das jetzt wieder kaputt gemacht? Seit wann kann man die Sachen kaputt machen? Das Neue irgendwie. Das hatte ich bisher noch nicht gehabt, dass man die Sachen, die man aufgebaut hat, wieder kaputt machen kann. So, aber wo soll ich jetzt hier hin? That is the question. Ich hätte jetzt ja gedacht, ich muss da rüber. Aber da komme ich nicht hin.
Oh, jetzt muss ich erstmal mit Lea die Stormtrooper verprügeln hier. Ah, geht auch. Oh. Entschuldigung. Gerade Hui angeschossen. Ja, kann ich die eigentlich auch abschießen? Nö, anscheinend nicht. So. Kann man denn hier irgendwo weiter? Komm hier nicht rüber. Okay, dann muss ich vielleicht oben einfach noch irgendwas anderes machen, was ich noch nicht gesehen habe. Ich gehe noch mit dem. Wie geil ist denn das Game? Ja, das ist Lego Star Wars. Schon etwas länger draußen tatsächlich. Ich habe aber keine Ahnung, was ich machen soll. Das hier haben wir jetzt hingekriegt. Und können wir denn hier noch irgendwas machen? Ich hänge fest. So, wir müssen auf jeden Fall hier das Ding betätigen, aber ich habe keine Ahnung, wie ich da hinkommen soll. Mal gucken, wie lange er braucht, bis er draufkommt. Ja, wer das schon gespielt hat, der, das ist ja immer alles easy, wenn man das schon gespielt hat. So, erstmal hier die Vögel wegmachen. Da kommen die ja immer wieder. Die hören ja nicht auf. So, wahrscheinlich kann ich das hier auch woanders aufbauen. Kann das sein? Na gut. Das ist auch neu. Das war bei den anderen Spielen auch noch nicht so, dass man das irgendwie zu verschiedenen Bereichen aufbauen konnte. Kasti ist über die Brücke gegangen. Wieso bekomme ich erst jetzt mit, dass du on bist? Das kann ich dir nicht sagen. Ich habe es auf Twitter, auf Facebook und auf Twitch bekannt gegeben. Bam. Na also. Bums. Da ist gleich der Nächste. So viele Truppentransporter. Das ist voll unfair. Zielt auf den Feind! Zielt auf den Feind? Ja, auf wen denn sonst? Ah, okay. So. Rums, 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 rums. Oh. Was? Der steht noch? Ja, wieder schon getroffen. Hahaha. Nix da. Geht down. Hier, die neuen Stormtrooper. Mit neuen verbesserten Helmen. Ja, das ist wirklich, die haben wirklich neue Sachen gemacht hier. Yes! Explosion, boah, geil! Wie die alle jetzt lachen. Dance, dance, dance. Ist auch original im Film so. Die tanzen ja auch immer alle im Film. Singen und tanzen. So. Was soll denn hier? Da oben können wir auch noch irgendwas machen. Ach so, warte mal. Ich kann den halten. So, und dann... Bam, 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 bam. Wieso kann ich jetzt nicht schießen? Ich kann nicht schießen. Das ist ja traurig. Kann ich mit dem denn schießen? Ah. What? Wieso zielt er denn automatisch auf den, wenn ich da nach oben zielen möchte? Das macht keinen Sinn. Cthulhu Snap! Lässt 5 gerade sein, vielen Dank. So, ich versuche das nochmal hier mit. Nö. Den wollen die irgendwie alle nicht anschießen. Aus irgendeinem Grund. So, mit Lea, kann die denn anschießen? Ach, egal. Es sind ja nur ein paar Münzen. Das ist ja nicht so wichtig. Ich bin ja auch nicht so der Typ, der immer so 100% alles aussammeln muss. Ich will irgendwie das Spiel einfach nur genießen. So. Oh, da brauchen wir eine ganze Familie oder was? Wo sind die denn jetzt? Und die müssen wir jetzt erstmal freischalten. Was kann der denn? Der kann springen und aufkommen und dann Schaden machen oder was? Yes. Sehr witzig. So, heißt das, wir müssen jetzt erstmal... Ah, hier sind die Nächsten. Da sind noch welche. Hier, guck mal, da. Ah, guck mal, wer hier ist. R2-D2 ist unter dem Baumstamm gefangen. So, was ist denn mit euch Vögeln los? Wieso kommt ihr denn nicht? Achso, jetzt müssen wir wieder den anderen nehmen. Da ist er doch. Hier, den nehmen wir mal. B. Kommt mit, Brüder im Geiste. Wackel, 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 wackel.
So. So. Hier. Kommt ihr ran? Ja. Na, also, geht doch. Wir müssen Rumpel nur Twitch beibringen. Wieso habe ich schon wieder irgendwas falsch gemacht? Haha. Trottel. Trotteliger Truppentransporter. Vor allen Dingen ist er ja immer völlig... Und da sind gar keine Leute drin. Kann ich hier runterspringen? Ja, kann ich. So, die Family lasse ich mal dort. Achso, vielleicht hätte ich doch mit dem einfach... Dammit. Dort weitergehen sollen. Ein Schluck Zaubertrank, dann geht das auch wieder. So. Hier sind die... Loot. Loot, 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 Loot. Was bauen wir hier zusammen? Oh Gott, das muss ich wieder woanders zusammenbauen. Nice. Bam, 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 bam. Freigeschaltet. Wir haben R2-D2 freigeschaltet. Kann man mit dem Teil etwa auch die restlichen Episoden spielen? Ja, die sind, das sind eigene Spiele natürlich, die restlichen Episoden, ne? Oh, Kombinator! Drillinge bekommen. Vielen Dank. Oh, wie komme ich denn jetzt hier wieder raus eigentlich? Ah, so. Alles klar. So, jetzt ist die Frage, muss ich jetzt hier noch was anderes kaputt schießen? Ich kann das auch noch hier hinbauen. Tun wir das mal. Oh, was ist das denn? Das ist ja was ganz anderes. Das ist lieber dasselbe Objekt oder was? R2-D2 brauchen wir dafür. So, wie kriegen wir den jetzt hier hoch? Okay, dafür brauchen wir Lea. B. Na, guckt ihr das einer an. So, dann laufen wir hier die kleine Treppe nach oben. Wie guckt man eigentlich da hoch? It's impossible. So, wo ist R2-D2? Was muss ich jetzt machen? Muss ich jetzt irgendwas drehen? So? Yes. Ah, okay. Das ist ein Minispiel. Ey, die haben echt ziemlich viel erneuert hier, muss ich sagen. Das ist gut. Jawohl, ich bin reich. Ah. Na toll. Ich glaube, jetzt können alle trotzdem jetzt drauf, oder? So. Dann komm mal selber. Jetzt bin ich hier alleine. Nice! Na, wirst du wohl? Jetzt schießt er nicht mehr. Wieso nicht? Na gut, dann nehme ich mal einen anderen. Zerstört. So, machen wir hier auch nochmal alles kaputt. Nicht ganz, es gibt mit Lego Star Wars die komplette Saga ein Spiel, in dem 1 bis 6 spielbar sind. Ich dachte allerdings, dass halt einfach nur die Spiele 1 bis 6 hier im Bundle angeboten werden. So hatte ich das verstanden. Jetzt brauchen wir den Typen, den haben wir noch gar nicht. Das macht mich ja immer wahnsinnig bei diesem Spiel, dass man auch so bestimmte Bereiche hat, in die man gar nicht hinkommen kann, weil man die ganzen Sachen noch nicht hat. Ja. Jawoll. Was müssen wir jetzt machen? Ui. Nix da. Hä? Jawoll. So, Truppentransporter gehören mir. Bums. So, jetzt wie kann ich ballern? Wenn du kannst du X gedrückt haben, um goldene Lego-Geschirr mit deinem Blasterkanon zu zerstören. Ach so. Hier kann ich die zertrampeln. Wie geil ist das denn? Die haben sich hier echt einiges Neues einfallen lassen. Rums, kommt her, ihr Vögel. Also nicht richtig ballern kann, ist allerdings komisch. Ach guck mal, ich kann ja auch mit dem losgehen. Das ist ja auch gut. So. Rums, 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 rums. Yes.
Ah, doch, man kann hier die Viecher auch, also die Stormtroopers auch tatsächlich. Ach so! Das war einer, der hat einen Stormtrooper-Helm aufgehabt. Nee, warte mal. Nee, was stimmt hier doch nicht? Da ist der Stormtrooper, der läuft immer zu dem anderen Typen hin. So, hab dich mal befreit. So sieht's aus. Stormtrooper-Vögel hier. Ich zermansch allerdings auch gerade die ganzen Wookies. Aber egal. Egal! Yes! Zerstörung pur. So, was können wir hier noch machen? Hier können wir auch noch was machen. Goldene Lego-Gegenstände, das sind diese Dinger hier. Oh Gott, die ganzen Goldkugeln fallen weg. Aber wir können auch hier noch total viele aufsammeln. Und zerstören. Kann nicht einfach so weitergehen. Ewoks, nicht Wookies. Ja, das stimmt natürlich. Ey, ich bin nicht so unglaublich bewandert in dem Star Wars-Universum, muss ich ganz ehrlich sagen. Ihr müsst verzeihen, wenn ich irgendwelche Begriffe durcheinander bringe. Es ist nicht böse gemeint. Es ist ja nicht so, dass ich viel lieber Star Trek gucke als Star Wars. Oh Gott, habe ich jetzt was gesagt. Jetzt alle so, hat er nicht gesagt. So, wo gehe ich eigentlich hin? Ich versuche jetzt hier nochmal alles abzusuchen, aber ich glaube, hier kann ich nichts mehr... kann hier nichts mehr zerstören. Hier vielleicht noch. Yes. Ach, wenn das so einfach wäre, im echten Leben Geld zu verdienen, indem man einfach Sachen kaputt macht, wäre so schön. Guck mal hier, sind das nicht Sachen, die man jetzt zusammenbauen kann? Nee, die haben einfach nur so geblinkt. So. Wir korrigieren dich ja auch brav. Ja, total brav seid ihr. Oh, oh. Gullivers Reisen. So, ich glaube, jetzt muss ich hier nochmal ein bisschen ballern. So, da. Bam, 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 bam. Machen wir hier. Räumen wir gerade mal auf so ein bisschen. Ah. Also schon ganz, ganz nettes Feeling eigentlich, tatsächlich. Hier, guck mal, den großen können wir jetzt auch jetzt, glaube ich, zerstören. Ja, Wollinger! Guckt euch das an. Oh, da komme ich anscheinend nicht hin. Muss ein bisschen näher gehen. Die ganzen Ewoks, die immer umfallen, wenn ich in der Nähe bin. Rums! Na, also. So. Keine Chance für die weißen Helme. Nice. Wow, ich muss aufpassen. Yes. So. Die Ewoks fliegen mit weg, aber die sind nicht wichtig. Die sind Kanonenfutter, die Ewoks. Ich meine, die sind zwar süß. Granted. Aber die sind trotzdem Kanonenfutter. Ah. So, können wir mal zuerst den hier wegmachen. Wie geht's eigentlich mir? So, mir geht's, scheint's hier noch ganz gut zu gehen. So, machen wir doch alle weg hier. Oh, ich sag doch gerade, mir geht's gut. Irgendwas greift mich eher an. Ah, hier. Da oben. Oh nein! Oh, das war knapp! So. Aber ich soll jetzt hier aussteigen. Das ist aber schade. Weil ich gerade. Jetzt gerade hat angefangen Spaß zu machen. So, was haben wir denn hier? Gucken wir jetzt etwas Star Wars an. Schienemann Flug.
Das sind zu viele! Nein! Der Laser kam vom Todesstern. Ach was. Alles, was sich bis jetzt zugetragen hat, ist nach meinem Plan geschehen. Auch du, genau wie dein Vater, gehörst jetzt mir. Du unterschätzt die dunkle Seite der Macht. Gut. Lass deinen Aggressionen freien Lauf, mein Junge. Ich kämpfe nicht mit dir, Vater. Ganz wie du willst, Jedi. Oh, geil! Bin ich jetzt etwa Darth Vader? Wenn du dich nicht bekehren lässt, werde ich dich vernichten. Ich will aber Darth Vader spielen, natürlich! Jawoll, ich bin Darth. Ich hab doch gesagt, es ist Vatertag. Hier, guck mal, Vater und Sohn gehen mit dem Bollerwagen spazieren. Achso, jetzt müssen wir den noch angreifen. Oh, aua. Was hat der Stand da jetzt gerade? Weil das ist alles nicht so im Film passiert. Da kann ich mich nicht dran erinnern. Das hat er jetzt aber nicht gut. So. Ist hier noch Kohle? Guck mal, Solemann. So, wir müssen nochmal hier können wir nochmal die Macht benutzen. Die dunkle Seite der Macht, um die dunkle Seite der Macht zu zerstören. Ach, schön. Ah. Oh, nice. Das heißt, wir können wieder was zusammenbauen, glaube ich. Du bezahlst jetzt für dein uneinsichtiges Verhalten. Von wegen. Ich bezahle jetzt für deine Mutter, hör mal. Oh. hier nehme ich noch mal ein bisschen Zeug mit. Bisschen Leben für Darth Vader. So, was haben wir denn hier? Was ist das? Bringt uns denn das, wenn wir den jetzt... Ach, hier können wir noch was machen. Wie wir immer kurz zu dem Lego-Skelett werden. Ach, wir machen hier einfach nur die Sachen kaputt. Ich verstehe. Hier können wir noch was machen. Na, also. So. Nun. Immer macht er alles putt. Ja, natürlich. Ach, komm schon. Der macht aber auch ganz viel kaputt. Ui. Können wir hier noch was kaputt machen? Ah ne, wir können das hier wieder zusammenbauen. So. Möge die Macht... Achso, jetzt muss ich den dafür nehmen wahrscheinlich, weil das ja die positive Macht ist. Die gute Macht. So, wie viel hat er denn noch an Leben? Oh Mann. Hallo? Mit deinem armseligen Können bist du weder mir noch der dunklen Seite der Macht gewachsen. Hast du eine Ahnung? Ich bin Darth Vader, ich kann alles. Ich hab Asthma, aber das hält mich nicht auf. So, irgendwas muss man hier noch machen können. Hier, guck mal, damit vielleicht. Rums. Jawoll. Vielleicht machen wir nochmal hier mit. Oh
Und nochmal, die Macht. Möge die Macht mit mir sein. Also die dunkle Seite der Macht und so. Aber jetzt trotzdem die Macht. So, eins fehlt uns noch. What? Ich glaube, Luke ist gerade gestorben. Aber der ist wieder da. Alles gut. Was können wir hier noch machen? Ach so, nee. Ich glaube, wir müssen irgendwas da oben anschießen. Können wir das vielleicht mit ihm machen? Yes. Wir werfen unser Schwert. Yes. Oh oh. Nicht meinen Sohn. Aua. XXXX. Und nun? Na komm schon! Wie lange hält er dieser Vogel noch aus? Genau, erstmal auf die Wäscheleine. Und. Ja. Also diese Szene kenne ich irgendwie anders. Luke, hilf mir, die Maske abzusetzen. Jetzt. Geh, mein Sohn. Verlass mich. Nein, ich muss dich retten. Das hast du bereits getan, Luke. Nein! Hinten die zwei. Deflektorschild deaktiviert. Hauptreaktor des Todessterns angreifen. Ja, aber das kenne ich. Irgendwie habe ich ganz anders in Erinnerung. Kann losgehen. Gruppe Rot, Gruppe Gold, alle Kämpfer folgt mir. Ja. Ah, okay. Yes! Yes! Alter, ist ja mal episch hier. Wahrer Jedi! Ich drück zwar nur A oder X und das war's dann, aber egal. Ja. epischer Anflug. Es blickt und blinzt und funkelt alles. Gold! Jawoll. Erfasst die stärkste Energiequelle als Ziel. Das sollte der Generator sein. Formieren. Augen auf. Es könnte sehr schnell sehr eng werden. Alles klar, weiß ich Bescheid, hör mal. Lass dich vom feindlichen Zielkreuz markieren, sonst wirst du getroffen. Alles klar. Weiß ich Bescheid. Ich muss doch aber die ganzen Sachen aufsammeln hier. Ja, auf jeden Fall rasanter als die alten Spiele, muss ich ja mal schon sagen. Immer schön ausweichen. Yes. Sind wir eigentlich schon Han Solo? Das ist doch das Raumschiff von Han Solo, oder bin ich jetzt verkehrt? Ach komm, jetzt war doch hier nicht den Schutzschild drauf, das ist ja Spielverderbung. Alles klar. Du kannst Flugsteuerung umkehren, indem du irgendwas drückst. Ah, Flugsteuerung brauche ich nicht umkehren. Wie der sich freut, der nebenan sitzt. Der Generator besteht aus drei Teilen, die mit Torpedos zerstört werden müssen. Solltest du keine haben, an Bord einiger Tees gibt es bestimmt Torpedos. Bitte was? Erstmal hier klarkommen mit der Steuerung. Ich muss doch mal umdrehen, ey. So, Sammle Proton-Torpedos ein auf Ziele mit rosa. Also kann ich die einsammeln? Die hier unten, oder was? Jetzt erfasst den Generator als Ziel und schieß. Ah.
Ich muss echt die Steuerung umdrehen. An. Okay. Gute Arbeit, General. Yes. Die Energiesignatur des Todessterns weist erkennbare Schwankungen auf. Weiter schießen. Ausgewichen. So, wie kann ich denn eigentlich schneller werden? Ich bin irgendwie so langsam. Achso, ich habe schon ein Proton-Torpedo. Boah. Zweimal ineinander um ein Looping, um einen Feind. Na, ich muss erstmal hier. Ah. Yes. Nummer zwei. Und da oben ist noch ein Proton-Torpedo. Ein Tropon-Torpedo. So, bitte, please. Vector, er fliegt in die Luft. Bin schon auf dem Weg raus. Welch hübsches Ding. Ja. Boah, Cookies hätte ich jetzt auch gerne. Rums. Das ist aber die Vorgeschichte zu dem, was jetzt kommen wird, glaube ich. Oh, eine Quietscheente. Nun gut. Eine Ewok-Party. Und alle sind glücklich. Errungenschaft freigeschaltet vor langer Zeit und die Macht, sie ruft nach dir. Freies Spiel freigeschaltet und wir haben die Schlacht von Endor hinter uns gebracht. Die hatte natürlich noch nichts mit dem Erwachen. Alter, was ist denn hier los plötzlich? Good job. Roter Stein freigeschaltet. Na toll. Da freue ich mich aber. So. Millennium Falke, X-Flügler, Endor Speeder. Millennium Falke. Was auch immer. Überspringen. So. Chewbacca. Auch. Darth Vader. Und so weiter. Die ganzen Charaktere kann man natürlich nach und nach alles freischalten. Wir wollen aber weiter im Text und ich nehme mal an, dass wir jetzt 30 Jahre später tatsächlich mit dem Film anfangen. Ja. Schön, dass Sie wieder da sind. Admiral Statura möchte Sie umgehend sehen, Dameron. Poe, da sind Sie ja. Schön, dass Sie heil zurückgekehrt sind. Dafür ist jetzt keine Zeit. Und dafür ist jetzt auch keine Zeit. Wir haben eine neue Mission von höchster Priorität. Sie müssen sofort nach Jakku. Dort erwarten Sie wichtige Informationen. Briefing gibt es unterwegs. Was für eine Quasselstrippe. So. Den Namen von dem Piloten habe ich hätten leider auch Sie schon nicht mehr. Nicht Poe Jakku Dameron. Geschickt. Ich hätte Los Antecker gefunden. So, Poe Dameron sind wir jetzt und ich glaube, damit sind wir der Pilot, der tatsächlich auch bei. Master Poe, das Erwachen der Macht mitspielt. Dass Sie erneut zu einer weiteren gefährlichen Mission aufbrechen. Korrekt. Ich wünsche Ihnen dabei viel Glück. Vielen Dank. Kehren Sie doch bitte zurück, nachdem Sie Ihre Mission erfolgreich abgeschlossen haben. Wenn möglich, würde ich gern meine Schlüsselrolle bei Admiral Akbars Rettung durchsprechen. Alles klar, aber das muss ja nicht jetzt sein. Ich muss ja jetzt erstmal ziemlich dringend. Ach, guck mal! Ich bin der kleine Roboter, der neue. Der süß. Sammeln wir denn goldene Steine ein, um neue Arbeiten, Abenteuer aus dem Star Wars-Universum freizuschalten. Goldene Steine. Okay, wir können ja natürlich uns jetzt hier erstmal ein bisschen umsehen. Andererseits, könnten wir auch einfach loslegen.
und die erste Mission spielen. Ich glaube, wir kommen hier sowieso nochmal zurück. Sieht so aus, als wäre das hier so ein bisschen die Basis. Ach, guck mal, wir haben einen Briefkasten. Ist ja nett. So, also, wir müssen jetzt darüber. Dann sammeln wir aber trotzdem währenddessen natürlich noch hier die anderen Sachen ein. So. Voll interessant hier die Basis. Ich mag ja diesen Roboter auch sehr gerne, muss ich sagen. Ist das nicht gefährlich? Ich weiß, was ich tue. Oh. Pass auf! Siehst du, das, was ich da gemacht habe, war es völlig zu versauen. Ja, habe ich gemerkt. Na, Gott sei Dank haben wir die Möglichkeit, das Ganze wieder zusammenzubauen. Wie war ich das jetzt gerade? Tatsächlich, ich konnte den irgendwie bewegen. Okay, dann bauen wir mal. Nee, ich baue mal lieber hier hin, oder? Vorwärts, BB-8. BB-8. So. Pump. Aha. Ich muss das so aufziehen. Juhu! So, und was kann ich jetzt hier machen? Da kann ich irgendwas machen. Aha, dieses Spiel, das kennen wir jetzt schon. Ich bin schon Profi in diesem Spiel. Habe ich nichts gesagt? Wenn du einen Charakter anschaltest, der einen Greifhaken hat, wie zum Beispiel, drück B, um ihn zu verwenden. Danke, BB-8. Das mit dem Unfall tut mir leid, Poe. Ich verspreche dir, das kommt nicht mehr vor in dieser Woche. Wir sind so weit in der Zukunft, dass wir schon die 8. Bibi am Start haben. Das ist ja furchtbar. So, falsche Seite. Los geht's. Geschichte fortsetzen. Ja! Ich bräuchte hier mal eine Trittleiter. So, wo müssen wir jetzt denn hin? Ach, krass. Jakku. Da müssen wir hin. Das war unsere Mission. Wir müssen irgendwie nach Jakku. Angriff auf Jakku. Da fängt der eigentliche Film an, meines Erachtens nach, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege. Kapitel 1. Angriff auf Jakku. Luke Skywalker ist verschwunden. Die finstere Erste Ordnung ist aus der Asche des Imperiums emporgestiegen und wird nicht ruhen, bis Skywalker, der letzte Jedi, vernichtet wurde. Unterstützt von der Republik führt General Leia Organa den tapferen Widerstand an. Sie will unbedingt ihren Bruder Luke finden und mit seiner Hilfe Frieden und Gerechtigkeit in der Galaxis wiederherstellen. Nun erfährt der Widerstand von einem Verbündeten, der wichtige Daten in seinem Besitz hat, Poe Dameron. Der beste Pilot des Widerstands wird sofort gesandt, um zu helfen. Ich glaube, das ist der Originaltext im Film tatsächlich auch. Hat Rumpia ja auch schon die andere komplette Saga, beziehungsweise die anderen Filme gespielt? Nein, habe ich nicht. Das ist mein erstes Star Wars Lego-Ding. Ja? Ich habe schon mal die anderen Lego-Teile teilweise so ein bisschen angespielt. Ich habe keinen davon durchgespielt, sondern ich habe die immer nur so im Stream halt so ein bisschen angespielt, so casual-mäßig, weil die irgendwie Spaß machen. Auch, finde ich, im Stream mit Community. Jakku. Da sind sie. Ah, schön. Spielt da einer mit dem Licht rum.
Ja, dieses Szenario kennen wir. Fortan können die Dinge ins Lot gebracht werden. Euretwegen haben wir nun eine Chance. Ohne die Jedi kann es kein Gleichgewicht der Macht geben. Der General sucht schon ewig danach. Oh, der General? Für mich ist sie immer noch eine Hoheit. Stimme von Michael Caine übrigens auch. Ihr müsst euch verstecken. Die müssen verschwinden. Wer noch keine Waffe hat, soll sich eine holen. Jetzt! Die Erste Ordnung sitzt uns bereits im Nacken. Die Erste Ordnung ist beinahe hier. Bewegt euch! So, irgendwas müssen wir jetzt finden wahrscheinlich. Oh, die Erste Ordnung ist schon da. Bums. Nein, nein. Hat jemand den Code geändert? Ich habe doch gesagt, sie sollen ihn bei 1, 2, 3, 4 belassen. Der ist bombensicher. So, gucken wir mal, was wir hier so machen können. Irgendwas können wir hier bestimmt erbauen und... Steht doch nicht einfach so rum. Okay. What the fuck? Ich kann die Tür nicht öffnen. Dabei ist doch der Geheimschalter für die Waffenkiste da drin. Das ist bestimmt nur ein Fehler in der Konsole. BB-8 kann sie vom Kontrollkasten da oben aus überschreiben. Wenn ich nur wüsste, wie ich ihn da hinbekomme. Erst hat die sich den genommen. Wieso? So, jetzt mal gucken, was wir hier alles zerstören können. Irgendwas können wir hier mit dem Kran bestimmt machen. Weil hier ist doch ein B gewesen. What the fuck? Ah. Was mache ich denn gerade? Ich habe oft bei den Lego-Spielen irgendwie das Gefühl, ich bin etwas... ungeleitet und versuche irgendwie einfach nur so, probiere so Sachen aus. Aber vielleicht ist das auch gerade der Witz bei den Lego-Spielen. Du wirst wahrscheinlich erst etwas bauen müssen, damit dein Freund es auf die Kranplattform schafft. Du kannst ja etwas anderes bauen, wenn du das hier wieder auseinander nimmst. So, können wir das jetzt irgendwie... Oh. Ja, mach mal hier den nach unten oder so. Irgendwie müssen wir den nach da hochkriegen. So, naja, vielleicht müssen wir den erstmal woanders hinbringen. Hey, du! Hör zu, eine der Waffenkisten ist in meiner Hütte versteckt, aber der Tür ist der Strom abgeraucht. Kennst du dich mit Elektronik aus? Nö. Hätte ich mir bloß eine normale Tür mit Griff und Scharnieren geholt. Ja, das würde ich auch sagen. Blöd gelaufen, sowas. Tschüss. Nein, natürlich können wir... Ach, guck mal, der hat sogar hier auch eine Waffe. Eine Nahkampfwaffe. Wir gucken uns erstmal so ein bisschen um. Hier kann man ja noch ganz viele andere Sachen machen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich noch weiß, wie man einen Speeder baut. Perfekt, na dann los! Ein Speeder? Och, der Lenker! Ich hab den Lenker vergessen! Scrog! Wo ist denn der? Irgendwas passiert hier schon in unserem Lager. Aber ich glaube, wir haben noch Zeit. Wir müssen vor allem erstmal die ganzen Sachen hier wieder. Was ist das denn hier? Da ist doch auch irgendwas nicht ganz koscher mit. What the fuck? Oh, Entschuldigung. Eins von zwei. Ah. So, mach das nochmal. Dich hab ich. Wärst du ein echter Sturmtruppler, würde ich dich jetzt nicht wieder zusammensetzen. Nice. Wir haben den nächsten roten Stein. So, was kann man denn hier machen? Das weiß ich noch nicht so richtig. Irgendwas kann man damit machen, aber ich hab... Kinderkürbis! Vielen Dank! Bis Samstag, ne? Was? Du auch? Ich komm nicht. Sollte ich doch überbrücken können.
So, gucken wir nochmal hier. Zack. Das sieht doch gut aus. Y. Achso. Alter. So, man muss es nur einfach in der Richtung halten. Ich muss unsere Befestigungen kontrollieren. What the fuck is happening hier? Ah, eine Treppe. Das war die komplizierteste Treppe, die ich je aufgebaut habe, glaube ich. So. Ich glaube, das ist mit dem hier sinnvoller. Destroy all things! Ja, tu ich. So, ich glaube, ich bin fertig. Ich habe aufgeräumt, Mama. Ich habe aufgeräumt. Alles sauber. Ums. Was zur Hölle ist das? Ach, das ist eine der Munitionskisten. Selbstwandelnd. Es fehlt nice. Die andere Kiste aus Teckers Hütte. Kannst du dort vorbeisehen? Na klar. Ja, Waffen. Juhu. So, Nummer 1 haben wir. Was ist das hier jetzt noch? Oh, was auch immer ich jetzt noch aufgesammelt habe, ich weiß es nicht. Nun gut, das haben wir also jetzt schon mal hingekriegt. Dann gucken wir noch mal, was das hier noch mal zu bedeuten hat. Ah, okay. So, dann wollen wir das mal auf die richtige Position bringen. Ah, ich verstehe. Das habe ich vorhin nicht gesehen. So. Und rums. Und jetzt machen wir nämlich das hier. Darüber. Jawollinger. Das ist schon nett gemacht. Kann man nicht anders sagen. So. Wieso kann ich denn jetzt nicht mehr... Achso, ich muss hier B drücken. Aber den kann ich ja gar nicht bekämpfen. Wie bekämpfe ich den denn? Ach, ist egal. Ich kann hier einfach meiner Arbeit nachgehen. Solange ich hier dran bin, stört er mich nicht anscheinend. Dann... Klasse, danke. Und kannst du auch den Geheimschalter da drin finden? Halli, Hallöchen. Sandrubbel, ist es erlaubt, ein ernstes Thema anzusprechen? Ich tue es danach auch nie wieder, versprochen. Ich brauche nur gerade etwas Rat. Na, dann schieß mal los. Ich kann dir aber nicht versprechen, dass ich dir auch tatsächlich Rat geben kann. Zack. Aber vielleicht fällt mir ja was ein. Wenn es nicht allzu ernst ist. Ich muss mich nämlich hier gerade auf Star Wars konzentrieren. Und das erfordert all meine mentale Kapazität. Wie meine Community auch schon längst festgestellt hat. So. Hier können wir noch was kaputt machen. Mach das Ding kaputt. Hier sind so manche Sachen, die kann man nicht kaputt machen. Kann Stromgeneratoren aufladen, halte B gedrückt, um zu zielen. Achso, ja. Was war das hier nochmal? Ich muss den immer in der Mitte halten. Zack. Stromgenerator. Aufgeladen. Und nun? Wir brauchen nur noch die zweite Kiste. Was sieht denn nach Kiste aus? Sieht nach Helikopter aus. Ah, nee, doch. Tatsächlich. Da ist die Waffenkiste. Du hast mentale Kapazität, sagt Cernion. Das ist unfair. So. Haben wir alles? Yes. Ha!
oh, oh, oh. Da kommt das Maul. Und da ist unser neuer Held vom Schützenfeld. Ein Apfel. Okay. Also, Game Dev Damien sagt, ich werde Vater. Sollte Vater werden. Meine Freundin treibt jedoch ab mit den Worten, ich muss abtreiben. Es ist egal, was ich will. Ich muss abtreiben, es ist egal, was ich will. Sprich, die Eltern haben erfahren, dass sie schwanger ist, seitdem wir sie abtreiben, von einem Tag auf den nächsten. Nun gut. Wir müssen an ihnen vorbei, um hier rauszukommen. Ja, aber ich sehe hier nirgendwo ein Blastergeschütz. Das ist tatsächlich ein Thema, das nicht so ohne weiteres während einem Star Wars Spiel, glaube ich, beantwortet werden kann. Ist auch ein bisschen schwieriges Thema, weil es in zwei Sätzen dargestellt wird. Eine Situation, die ich wahrscheinlich nicht so ohne weiteres in so kurzer Zeit umfassen kann. Grundsätzlich bin ich für die Selbstbestimmung der Frau. Das weiß man auch. Ja. Die Frage ist jetzt dabei, spielt natürlich dabei irgendwie die Rolle, wie weit ist das, was hat davor stattgefunden, wie ist eure Beziehung, ist das irgendwie Unfall oder wie kam es zu der Schwangerschaft und so weiter. Das kann man alles nicht einfach so schnell. Ich glaube, es ist auch tatsächlich nicht der richtige Punkt, hier sowas im Stream sozusagen zu fragen. Und ich weiß auch nicht, ob du mit ihr zum Beispiel darüber gesprochen hast, das hier so bekannt zu geben. Das kann ja auch eine Sache sein, die sie vielleicht überhaupt gar nicht will. Insofern würde ich dann, wenn eher Rat in einem etwas anonymeren und privateren Umfeld suchen und nicht in einem Stream, während einem Stream. Würde ich jetzt mal so sagen. Ich glaube, den besten Rat, den ich dir da geben kann, ist, dass du mit ihr sprechen musst und über die Beweggründe sprechen musst. Warum sie sich plötzlich dafür entscheidet. Nicht mit mir sprechen, lieber mit ihr sprechen. Ich glaube, das ist der einzige und richtige Rat, den ich dir geben kann, leider. So. Hey, du, dein Freund, sie hat ihn gefangen genommen. Was? Nicht nur ihn. Wir müssen ihnen helfen. In Deckung! Was soll ich jetzt B drücken? Wieso B drücken? Ah, okay. Ah, hier, das Ding. Alles klar, weiß ich Bescheid. So. Also sei mir nicht böse, wenn ich da jetzt dir nicht direkt helfen kann, aber das ist einfach ein Thema, das A von ihr und von dir. Also da muss von ihr auch ein Einverständnis sein, dass man hier darüber spricht in so einem öffentlichen Bereich. Und B ist tatsächlich, glaube ich, dieses Thema nicht unbedingt. Also du wirst bei mir jetzt nicht irgendwie eine Bestätigung für eine der beiden Positionen finden. Sondern du musst mit ihr möglichst darüber quatschen. Weiterer Transporter im Anflug. Wir haben hier nicht genug Deckung. Richtig, ich schätze dich als jemand ein, der umsichtig und besonnen handelt. Daher habe ich dich zu Rate ziehen wollen. Ich bin dir nicht böse. Das ist nett. Also böse ist auch nicht mein Ziel gewesen, sondern im Gegenteil. Eher ist das, glaube ich, tatsächlich die einzig richtige Möglichkeit. Doch, was muss ich denn jetzt hier machen eigentlich? Das hier wahrscheinlich. Nice. So. Hat er gerade gesagt, der Charakter. Bam, bam, bam. So, kann man den noch da irgendwie wegmachen? Ah ne, hier sind noch welche. Hier. Information. So, soll ich da jetzt etwa weiterlaufen? Ah, hier kommen noch welche raus.
Nix da. Oh, bleibst du hier. Da hinten ist auch noch einer. Wir gehen auch noch weg. Jawoll. So, haben wir noch was. Kannst du das nicht scannen oder so? Scannen? Was will die denn scannen? Oh, Entschuldigung. Scannen. Ja, so. Muss ich die jetzt einfach nur wegballern oder muss ich noch irgendwas machen? Ich schieße jetzt einfach mal alles kaputt. Aber irgendwas hat die hier noch. Da fliegen so Zahlen hoch oder so. Wenn ein Charakter steuert einen Vielfachschwer besitzt, ist es zum Beispiel ein W, um diesen zu verwenden. Kannst du Schwachstellen ausmachen? Ah, das ist der Scanner. Jetzt verstehe ich. So, hier, da, X. Bam. Schlag zu, wo es wehtut. Rums, 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 rums. Bam. Jawoll. So, also ich muss jetzt da gerade nochmal ganz kurz hier einhaken. Weil jetzt ich sehe, dass der Chat darüber quatscht. Ich würde euch bitten, tatsächlich das nicht zu tun. Das ist eine Sache, die geht wirklich nur die zwei Leute was an. Und moralische Entscheidungen über irgendwas zu treffen, worüber man nicht wirklich die Ahnung hat, was gerade die Situation ist, ja, wie jetzt hier bestimmte Leute, die ich hier gerade im Chat lese, und zu urteilen darüber, das ist einfach nicht richtig, das ist falsch. Ja? Also du kannst davon ausgehen, egal wie du jetzt da entscheidest, du wirst wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich irgendwie falsch liegen, weil du die ganze Situation nicht überblickst. Ja? Es gibt hier kein einfaches Ja oder Nein oder man darf das oder man darf das nicht. Und alle, die hier irgendwie was anderes sagen und die Entscheidungsfreiheit nicht bei der Person lassen, die das entscheiden möchte und darf, ja, die sollten sich bitte trotzdem hier zurückhalten mit irgendwelchen Kommentaren. Das meine ich ganz ernst. So, nun weiter mit Star Wars. So, ich glaube, ich bin hier fertig. Da hinten ist noch irgendwie so eine... Ach, guck mal, jetzt können wir die auch doch noch kaputt machen. Vorhin kann ich die nicht anschießen. Oder habe ich sie einfach nicht getroffen? Da kann ich hier eigentlich drüber springen? Nee, aber da hinten kann man doch hin. Ich sagte keine Bewegung. Ich versuch's ja, aber irgendwas krabbelt gerade mein Hosenbein hoch. Game Dev Damien, kein Problem. Ja, dir gebe ich, keine Schuld. Vielleicht die Schuld, dass du, vielleicht, ich weiß nicht, ob du mit ihr das abgesprochen hast oder nicht. Aber das wäre das Einzige. Ich würde halt mit sowas nicht unbedingt irgendwie an die Öffentlichkeit gehen. Aber ich meinte jetzt auch nicht dich, sondern ich meinte andere Leute, die hier gerade geschrieben haben. So, also, jetzt genug davon. Ich glaube, ich muss... was haben wir denn hier? Gesperrt? Mhm. Ach so, das sind meine ganzen... So, mit ihm hier kann ich das, glaube ich, machen. Guck mal, der kann auch noch sich aufladen. Bumm. So, nee, der geht auch nicht. Ja, welcher ist es denn? Ach doch, er. So. Und hier müssen wir jetzt mit ihm drauf. Achso, nee. Ah, ich vergesse immer wieder. Das Krasse ist bei diesen ganzen Lego-Spielen, dass die echt viele unterschiedliche Arten von... Ah, jetzt muss ich plötzlich in die andere Richtung gehen. Hä?
I don't understand it. Was ich jetzt gerade gemacht habe, habe ich keine Ahnung. Also ich habe natürlich den Wasserpott hier irgendwie rübergezogen, aber wieso und wieso ich jetzt nicht diesmal irgendwie so komisch den Controller bewegen musste. So, weg mit euch. Keine Chance haben die Trooper. Ist BB-8 nicht sogar weiblich? Oh, das weiß ich gar nicht. Vielleicht ist er ein drittes Geschlecht? Hurra! Gibt's eigentlich auch weibliche Stormtrooper? Frage ich mich gerade. Oder sind die bösen Menschen immer nur Männer? Das ist ja voll sexistisch, dass die Bösen immer nur Männer sind. Gibt's im Star Wars-Universum irgendwelche bösen Frauen? Ich meine, abgesehen davon, dass Star Wars und Herr der Ringe, ja, beides so typische Beispiele sind, wo Frauen einfach so dermaßen unterbesetzt sind. In dem Universum. Zack, zack, zack. Bums. Ihn hier. So. Zack. Zack. Dankeschön, dass also das Raumschiff den Weg freischaufelt. Flammentruppe, ich muss Tekka erreichen. Pass auf dich auf, BB-8. Ey, die Flammentruppe, waren die auch dabei beim Film? Doch, das könnte sogar sein. Ich glaube, ich erinnere mich. So. Ey, dass die immer so... Ah, da kann nur Chewbacca hin. Und den kann ich jetzt natürlich nicht spielen. Das macht mich immer wahnsinnig. Was haben wir hier? Ah, da kann wieder irgendjemand anders nur hin. Lol. Hier hin vielleicht. Da kann auch nur Chewbacca hin. Chewie! Wo bist du? Ich mach jetzt hier alles kaputt. Ich sehe das überhaupt gar nicht mehr ein. Guck mal, hier kann man sogar was beim Stormtrooper machen. What the fuck? Ah, hier. Dann bauen wir da mal was hin. Mal gucken, was das ist. Hey, was ist das? Ja, das frage ich mich auch. Popcorn! Das Popcorn! Und die halten da den Helm hin, um das Ding aufzusammeln. Popcorn aufzusammeln. Wie geil ist das denn? Tschüss, Quadcore, bis Samstag. Ah, ist das schön. Die Wasseranlage geht nicht. Ich kann das Feuer nicht löschen. Wir müssen kriegen wir hin. Los an Tekka retten. Du kannst das reparieren, oder? Mit Maschinen. Natürlich kann ich das reparieren. Ich habe mir schon alles zerstört, damit ich mir was Material habe zum Reparieren. So, hier. Zack. Repaired. Wer sagt's denn? So, nun mach mal hier. Hüpf doch mal jetzt drauf. Gerade eben bist du drauf gehüpft. Jetzt musst du drauf hüpfen. Hinten ist ein Fisch in dem Ding drin. Hier schwimmt ein Fisch drin. So, wir müssen noch weiter reparieren, glaube ich. Ich mach mal das hier kaputt. Oh ne, doch nicht. Mach ich doch nicht kaputt. Rums, 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 rums. War das jetzt richtig? Achso, vielleicht muss ich das jetzt noch wieder woanders hinbauen. Bevor du den Tank verwenden kannst, musst du ihn bestimmt erst verschieben. Verschieben auch noch. Bevor du den Tank verwenden kannst, musst du ihn bestimmt erst verschieben. Ja, ja, ja. Wahrscheinlich muss ich das wieder mit irgendeinem Scan machen oder so. Bevor du den Wir haben Tank einen Mauszeiger kannst, im Bild, das stimmt bestimmt allerdings. Erst verschieben. Bevor du den Tank verwenden kannst, musst du ihn bestimmt erst verschieben. Jetzt sehe ich's. Bevor du den Tank verwenden kannst, halt musst du ihn die Schnauze! Habe ich es jetzt richtig Bevor gemacht du den oder Tank nicht? Verwenden kannst, musst du ihn bestimmt erst verschieben. Dammit. Bevor du den Tank verwenden kannst, musst du ihn bestimmt erst verschieben. Ja, verschieben, aber wie? Bevor du den Tank Und hier kannst, ist er immer noch irgendwie noch nicht richtig.
Bevor du den Tank verwenden kannst, musst du ihn bestimmt erst verschieben. Also, wenn ich das jetzt wieder kaputt mache und darüber gehe... Kannst, musst du ihn bestimmt erst verschieben. Oh, da können wir noch einen dritten Bereich... Ah, da ist noch ein dritter Bereich. So. Na, komm schon. Warte mal hier. Okay. Ich glaube, jetzt habe ich es geschafft tatsächlich. Es ist echt immer wieder verwirrend, das Ding hier. So. Jetzt bauen wir das nochmal hier drüben auf. Dann müssen wir ihn hier nutzen. Zack. Wir können dich verlieren. Na endlich! Das Feuer ist gelöscht, liebe Community. Bestimmt den Tank verschieben. Ja. Den Tank verschieben, du musst. Schön. Der Pöppel! Da war der Pöppel wieder. Ihr seid alt geworden. Etwas weitaus Schlimmeres ist dir widerfahren. Ihr wisst, weshalb ich gekommen bin. Das Maul! Verschwinde von hier so weit weg, wie es nur geht. Hast du verstanden? Ich komme dich holen. Es wird alles gut. Die Karte zu Skywalker. Wir wissen, dass ihr sie habt. Und jetzt werdet ihr sie der Ersten Ordnung übergeben. Die Erste Ordnung erwuchs aus der dunklen Seite. Du jedoch. Ich zeige dir die dunkle Seite. Nein. Oh, das ist aber weit geflogen. Durchsucht ihn. Negativ, Sir. Bringt ihn an Bord. Ja, das war die Szene, die kennt man auch. Kennt man auch aus dem Film. Das mit dem Pöppel natürlich nicht. Nice. Es gefällt, das Spiel. Angriff auf Jakku. So, das überspringen wir mal alles hier. Da war die Ente wieder. Quietsche-Ente, die taucht ständig auf, habe ich das Gefühl. Die Ente. So, überspringen, überspringen, überspringen. Das dauert alles viel zu lang hier. Geschichte fortsetzen. Das dauert auch viel zu lang. Oh, wie süß. Oh, Kleines! Zwei, jetzt 2 Minuten, aber jeder hat mal klein angefangen. Gergi, vielen Dank. So, wer sind wir denn jetzt? Ach, wir sind schon mit dem Typen zusammen. Das ging ja schnell. Wir haben ja gar keinen... Wir haben noch gar keinen, gar keine Einführung gehabt hier. Wir sind noch gar nicht uns vorgestellt worden. Ja, Moment mal, jetzt verstehe ich das aber nicht ganz. Ich bin jetzt gerade Gefangener. Ich habe Handschellen an, sehe ich gerade. Kann mich aber trotzdem hier einfach so frei bewegen und alles machen und tun und so.
Achso, jetzt bin ich der hier. Ach so, ich bin jetzt momentan sozusagen versucht, den gerade freizukriegen. Das ist natürlich im Originalspiel irgendwie ein bisschen anders. Das sind die, die wie wir aussehen. Hä? I don't understand. Eskortieren Sie den Gefangenen zum Transporter FN2187. Geht. Jawohl! Geschichte fortsetzen. Ja, liebe Leute, was meint ihr? Sollen wir jetzt hier noch ein Spiel mit der Community mal oder ein anderes Spiel noch? Es ist schon 23.30 Uhr, sehe ich gerade. Holla, die Waldfee. Es ist hier richtig, richtig late geworden. Ja, wir könnten jetzt, was können wir denn mal? Sollen wir noch mal eine Runde zum Abschluss Drawful machen? Das haben wir letztes Mal am Dienstag gespielt. Das wäre noch eine Möglichkeit. Könnten wieder welche Leute aus der Community mitmachen. Und wir haben ja jetzt ein Kapitel gespielt, zwei Kapitel eigentlich, den Prolog und den Angriff. Also ich habe noch ein paar Stunden Zeit mit Christoph. Nein, nein. Weiterspielen, sagt Kapitel Stamno, was du willst, aber bitte spiel noch was. Drawful. Community, ja, Drawful. Drawful wär das eine Möglichkeit. Dann mache ich mal hier Nein. Wieso kann ich das nicht auswählen? Nein. Ich kann Nein nicht auswählen. Ah, jetzt. So. Weiterspielen, weiterspielen. Da sagen doch einige weiterspielen. Quiplash. Ne, Quiplash muss ich erst nochmal ausprobieren. Weil ich das noch nicht so richtig gespielt habe. Und da käme ich noch nicht aus, weiß noch nicht genau, was ich da einstellen muss, was ich abnehmen muss und so weiter. Das andere wäre Drawful. Ist auch für alle. Ja, ist so möglich, dass alle das spielen können. Also sagen viele auch weiterspielen tatsächlich. Spieler spielen mit Lego drin. Minecraft. Okay. Veota spielen. Na gut, dann machen wir eben noch eine Runde weiter. Wir sind heute beim Vatertag. Dann eben noch mal ein bisschen mehr. Weiterspielen, du musst. Nicht mehr Star Wars Spoiler. Das sind keine echten Spoiler. Kapitel 2. Flucht vom Finalizer. Poe Dameron befand sich auf einer Mission auf Jakku, um wichtige Daten für den Widerstand zu sichern, als er von Kylo Ren festgenommen wird. Dieser gehört der Ersten Ordnung an, die den Widerstand um jeden Preis davon abhalten will, Luke Skywalker zu finden. Während BB-8 oder BB-8 mit den Daten flieht, wird Poe zu Kylo Rens Sternzerstörer gebracht. Sein Schicksal scheint besiegelt zu sein. Punkt, Punkt. Punkt, Punkt. Wieso haben die eigentlich immer 4 Punkte hier? Humpel macht doch eh, was er will, ob er uns nun fragt oder nicht. Ich mach grundsätzlich, was ich will, aber ich hätte Bock auf beides gehabt. Aber es schien so, als wären die Fraktion der Weiterspieler tatsächlich überwiegend gewesen gerade. Insofern habe ich jetzt eigentlich genau das gemacht, was die Mehrheit der Community will. So. Na komm schon. Sie ist in einem Droiden, einer BB-Einheit. Nun gut. Wenn er auf Jakku ist, haben wir ihn bald. Erledigen Sie das. Die haben ihn mit Federn gefoltert. Hör gut zu, wenn du genau das tust, was ich dir sage, bringe ich dich hier raus. Kannst du T-Jäger fliegen? Was? Ich will dich retten. Ich helfe dir zu entkommen. Bist du beim Widerstand? Wieso? Nein, 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 ich hole dich nur raus. Kannst du fliegen? Ich kann alles fliegen. Raus damit.
Wieso hilfst du mir? Weil es das einzig Richtige ist. Pilot gesucht? Ich brauche einen Piloten. So, wir werden jetzt erstmal ein bisschen Sachen aufsammeln hier. Ruhig bleiben. Ich bin ruhig. Ich rede mit mir selbst. Hast du einen Plan, außer ruhig zu bleiben? Ja. Erstens, wir erreichen diesen T-Jäger. Zweitens, uns passiert unterwegs nichts. Hier können wir es rüber schaffen. Okay. Also, das ist eine Szene tatsächlich, die auch so ein bisschen existiert in dem Film. Fass mal mit an. Aber nicht so, natürlich. Also es ist kein echter Spoiler. Und dass einer der Hauptcharaktere nicht direkt getötet wird, ist doch auch klar, hör mal. Achso, die kann ich dieses nicht aufmachen hier eigentlich? Die konnte man doch sonst immer aufmachen. Ach guck mal, ich kann sogar hauen. Trotz Handschellen. Jawoll. Wie schnell die inzwischen bauen, das ist bei den alten auch nicht so. Bei den alten Teilen. Haha! Ich habe ihn abgehängt. So, was können wir hier machen? Oh, da müssen wir mit. Dem anderen Roboter hin, dessen Name mir gerade nicht einfällt. So, kann ich da jetzt denn was machen? Ich glaube nicht, oder? Oder vielleicht mit ihm? Ja. Na, komm schon. Sauber. Und hier schieben wir. Heute um diese Eid. Besser könnte der Kahn-Tag kaum enden. Ja, herzlich willkommen. Bin schon ein bisschen dran, ne? Wir sind schon bei Kapitel 2. Eigentlich 3. So. Bums. Kaputt schießen. Guck mal, der... Aber ist das... Das doch... Wie das falsch? Guten Tag! Wie kann ich helfen, Sir? C3PO, genau. Das ist C3PO? Und was macht der denn hier? Huch! C3PO ist gerade gestorben. Der kann nicht springen, der C3PO. Okay, dann muss ich wohl mit ihm hier dran. So. Hagrid? Da, du bist im falschen Film. Da komme ich jetzt nicht hoch. So. Aber jetzt, warte mal, jetzt muss ich nochmal hier mit dem zurück. Jetzt können wir ja endlich mal was machen. Was der hier kann, was kein anderer kann. Sag ihm, er soll uns ganz schnell den Speeder aufladen. Ganz schnell den Speeder aufladen. Oh Gott. Ah, jetzt habe ich natürlich nicht zugeguckt. Oxan, Dina, Bayer. Dieser Sturmtruppler befiehlt dir, den Speeder aufzuladen. Befehle sind Befehle. So, ich sollte Ihnen allerdings mitteilen, dass er gesagt hat, die Steuereinheit sei defekt. Die Aufladung könnte unerwartete Folgen haben. Jawoll. Deswegen muss man immer Arbeitsschuhe tragen. Genau wegen solchen Sachen. Eindringlinge im Hangar. Alle Einheiten auf ihre Position. Ach, du weißt schon, dass wir ihre Aufmerksamkeit von uns ablenken wollten, ja? Haltet den Gefangenen und den Sturmtruppenverräter! Ach, guck mal, da ist eine weibliche Sturmtruppen. Tante. Wir müssen in diesen Kontrollraum und den T-Jäger entriegeln. Kriegen wir hin. Nun, wo ist das B? Wo ist das B, wenn man es mal braucht? Guck mal, da hinten ist noch so ein Stein. So ein roter. Den sollten wir ja auch noch holen. Der Greifhaken kann hier nirgends befestigt werden.
Ach was. Glaubst du, wir können diese Platte dort oben öffnen? Natürlich. So, wie kommt man hier rüber? Das ist die große Frage. Kann man dann noch irgendwas explodieren lassen oder so? Nee. Hier kommen wir auch nicht weiter. Kommt man hier vielleicht hoch irgendwie? Ah, hier. Dann damit. Zur Not einfach mal alles zerstören. Das ist immer ein gutes Rezept. Gewalt ist eine Lösung. Ich glaube, ich muss das Ding hier nochmal zerstören und nochmal anders aufbauen. So, gucken wir mal. Aha. Na, zum Beispiel. Nein, da drüben. Zack. Na, also. Da können wir doch schon mal den Stein hier holen. Sauberinski. Ach, oh, der Mauszeiger. Dass die Leute immer der Mauszeiger so stört. Weißt du, ich spiele das Spiel und ich krieg das überhaupt gar nicht mit, dass der Mauszeiger da ist. Aber alle dann, oh, der Mauszeiger, ich kann nichts sehen! I can't see anything! So, wo können wir es denn noch aufbauen? Da drüben, wusste ich's doch. Zack! Guten Tag! Bitte nicht an uns stören. Was machen die denn da? Die spielen irgendwie so ein merkwürdiges Spiel da drin, oder? Ja, die fahren ein Race ist das. Die Eindringlinge wollen in den Kontrollraum. Alle Einheiten in der Nähe zum Einsatzort. Ach komm, hört doch auf. Ihr habt doch keine Chance gegen uns. Hab's. Na also, geht doch. Plumps. So, ist wieder das hier nochmal zerstören. Und jetzt. Tritt. Na? Da bricht alles auseinander. Das haben die stundenlang zusammengebaut. Oh, jetzt müssen wir das wieder zerstören. Oh, erstmal müssen wir hier die zerstören. So. So. Guck mal, da bin ich diesmal ganz gut durchgekommen, würde ich sagen, ne? Habe ich so Probleme gehabt mit dem. Haltet sie auf! Herr Gizet. Also den Haupttypen hier kaputt machen. So. Du musst den T-Jäger entsperren. Ich habe keine Zugangscodes. Was? Wieso denn nicht? Du bist doch Soldat von den Bösen. Was muss man doch haben? Eine schlecht geplante Rettung hier. Oh, erstmal das ganze Loot aufsammeln. So. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Where to? Ach so, vielleicht müssen wir hier irgendwas machen. Hier. Gucken wir nochmal. Aha. Wir müssen wieder irgendwelche Sachen zusammenbauen. Das ist allerdings ein sehr merkwürdiges Rätsel. Weil man muss ja im Endeffekt nur die Dinge auswählen und dann halt das Weiße auswählen. Mehr muss man nicht tun. Da hinten ist ein Aufzug. Gehen wir. Ha! Die zwei letzten Stormtrooper. Die hätten sich auch gewünscht, dass sie lieber in der Mensa hätten ihr Mittag eingenommen, anstatt jetzt hier in die Kommandozentrale zu kommen und dann schön auf die Schnauze zu kriegen. Alter Schwede, was ist mit dem los? Der rastet ja komplett aus. Ich muss erstmal wieder.
Naja. Oh, ich muss mal aufpassen, dass ich hier nicht zu viel Schaden nehme, glaube ich. Jawoll. So, der ist jetzt auch weg. Zack. Dass die hier explodieren, das bringt irgendwie gar nicht so richtig. Was habe ich das Gefühl? Geht dort in Deckung! Ja, wo denn? Ah, wir dürfen einen näher. Sehr gut. Manche Charaktere, wie zum Beispiel, haben Greifhaken. Verwende diese, indem du B drückst. Okay. Dich treffen lassen. Jawoll. Ah, das war die Energiequelle für den Typen hier. Uah. Was machen die denn für Tänze hier? So. Yes. Gar nicht so einfach hier. Ich glaube, wir haben es aber geschafft jetzt. Da kommen noch welche. Oh Gott. What the fuck is this? Ah, wie kriegen wir denn den kaputt? Danke. Aus der Nähe sollte ich es scannen können. Ah, okay. Ich muss erstmal wieder scannen. Aus der Nähe, vielleicht muss ich noch näher ran. Aha, hier muss ich das machen. So, gucken wir mal, wo ist der Schwachpunkt? Da ist er. X. Kriegen wir hin. So, Nummer 1. Ah, und das müssen wir jetzt von der anderen Seite auch nochmal machen. Alles klar. Dann los. Zack. Ruppel Vanquish ist auf Steam erschienen. Kann ich dir empfehlen. Ist einer der besten Third-Person-Shooter, die ich je gespielt habe. Solltest du auf jeden Fall versuchen. Vanquish, glaube ich, habe ich auch schon mal gesehen. Ist das nicht... Also, den hatte ich irgendwie auch schon mal auf der Liste, aber... jetzt kriegt das aber. Yes! Bums! Na dann, ich hoffe, du bist ein guter Pilot. Wenn wir aus diesem Hangar raus sind, wirst du schon sehen. Zack. Wenn wir hier noch was kaputt machen, irgendwas zerstören. Ich will doch was zerstören. Na gut. Dann würde ich sagen, fliegen wir hinfort. Mal gucken, ob ich fliegen darf oder ob ich schießen muss. Zu schießen. Oh. Stellen wir sicher, dass sie nichts haben, dass sie starten können. Verschrotte diese Schiffe. Welche Schiffe denn? Ich verschrotte am besten gleich die... Achso, die da. Die großen Schiffe, die hier rumstehen, ja, und ich gleich als Schiffe wahrgenommen habe. Yes! Da sind noch ein paar. Rums, die sind halt nicht aus Lego Technik gebaut, sondern nur aus Lego, deshalb gehen die so schnell kaputt. So, tschüss. Einer ist weg. Na komm schon. Geh drauf! Wieso geht der nicht kaputt? Ich merke gerade, dass ich überhaupt gar nicht die ganze Zeit drücken muss, sondern einfach nur gedrückt halten kann. Die Star Wars Freaks nennen das aggressive Verhandlungen. Okay.
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, also sowohl die Grafik ist hier nochmal ein bisschen aufgebessert in dem Teil, alles klar, als auch... wir müssen möglichst viele von diesen Geschützen ausschalten, sonst kommen wir nicht weit. Wie ich finde, so ein bisschen die... Wow. Hast du das gesehen? Hast du das gesehen? Hab ich, ja! Hey, wie heißt du eigentlich? FN-287. Was? Einen anderen Namen hat man mir nicht Ups. Gegeben. Also so nenne ich dich nicht. FN, ja? Finn. Ich werde dich Finn nennen. Ist das in Ordnung? Finn. Oh Gott. Ja, Finn. Hört sich gut an. Gefällt mir. Ich bin Poe. Kann ich jetzt Poe hier Dameron. Auf? Schön, dich kennenzulernen, Poe. Ganz meinerseits, Finn. Boah. Ey, das ist gar nicht so einfach, das Ding zu steuern, muss ich ganz ehrlich sagen. Ups. Boah, 6 von 30, wollt ihr mich verarschen? Wie viel muss ich denn da zerstören, bitte? Ups. Ups. Ich komme irgendwie noch immer nicht mit der Steuerung richtig klar. Ich muss mich gerade echt konzentrieren. Nenn ihn Klaus! Nein, der heißt doch Finn! Oh oh. Da muss ich wieder irgendwelche Proton-Dinger abholen, glaube ich. Dagegen können unsere Blaster nichts ausrichten. Sieh dich nach T-Jäger-Spezialeinheiten um. Die haben Torpedos geladen. Wir schnappen uns ein paar davon und diese Generatoren und das große Geschütz sind erledigt. Wow, noch mehr Jäger! Vergiss die Jäger, wir müssen das Geschütz platt machen. Da. Du hattest recht, was die Torpedos angeht. Natürlich hatte er recht. Wieso auch nicht? So, wir machen hier noch ein paar Sachen kaputt. Während wir... So, ja, zum Beispiel unser Schiff. Habe ich eigentlich irgendwie Leben oder sowas, die ich gerade aufbrauche? Ah, shit. Dann gehe ich jetzt erstmal hier lang. Guck mal, ich habe gerade einen kaputt gemacht, glaube ich. Yes! Das sind die Torpedos. Na, kannst du mal bitte endlich kaputt... Achso, das ist einer zum Aufsammeln. Boah, habe ich viele Torpedos schon hier. Ein Geschütz fehlt noch. Ein großes. Uah! Das hat mich beinahe getroffen. Ja, ich glaube, das ist kaputt. Zurück nach Jakku, wohin sonst? Nein, 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 wir können da nicht wieder hin. Wir sollten aus diesem System verschwinden. Ich muss meinen Droiden holen, bevor die Erste Ordnung das tut. Was, ein Droiden? Ganz genau. Eine BB-Einheit, orange und weiß. Ein wahres Unikat. Mir doch egal, welche Farbe der hat. Kein Droide ist so wichtig. Dieser schon, Kumpel. Dieser Droide hat eine Karte, die direkt zu Luke Skywalker führt. Ach, du willst mich wohl auf den Arm nehmen. Festhalten, Rakete im Anflug. Ich werde versuchen, sie abzuschütteln. Ja. Wenn doch nur mal die Steuerung richtig so funktionieren würde, wie ich sie kenne. Alle zerstört. Ob man das mit Maus spielen kann eigentlich auch? Bestimmt, oder? Sie kommt näher. Das nützt nichts. Ich kann sie nicht abschütteln. Achtung! Ups. Ach, stimmt ja. Der Jäger wird im Goason-Ödland abstürzen. Sie wollten den Droiden holen. Entsendet einen Stoßtrupp zu dem Wrack. Ah, da ist die Wüste. Oh, da ist ein Lego-Technik-Teil. Das gehört gar nicht zu Lego. Cross-Promotion. Ups. Bong. Die Grafik geht eigentlich. Ich finde, die ist auch ganz gut. Ist aber immer besser als bei den anderen Spielen. Ach ja, die finde ich ja gut, dass sie die reingenommen haben, ne? Oh, nice.
Wie geil ist das denn? Yes, I love it. Nix da, der gehört mir. Bam. Huch. Ah, das ist das Vieh. Verstehe. Ich muss irgendwie bei dem Vieh irgendwas anderes machen. Ich darf dem nicht zu nahe kommen anscheinend. So, vielleicht kann ich hier irgendwas bauen, damit ich das Vieh bezwingen kann. Walhart hat die Qual. Was könnte eine Lagerbestie ablenken? Gucken wir mal. Da! Eine große Karotte! Natürlich! Mh, lecker! Na also. Wir werden hier kaum rausklettern können, also müssen wir uns wohl durch diesen Sternzerstörer arbeiten. Mit dem Hebel da oben sollten wir die Luke öffnen können. Ich warte ja immer noch darauf, dass sie bei den Lego-Spielen tatsächlich Multiplayer-Koop reinbringen. Hier sitze ich doch in diesem Schlamassel. So, die kann anscheinend auch irgendwie scannen oder sowas. Kann das sein? Ach, die scannt aber anders. Okay. Falls du noch was zum Stream brauchst, Star Wars Republic Commando und Binary Domain. Wenn die mal im Sale sind, sehr zu empfehlen. Momentan, also die ganzen Star Wars Sachen, die waren gerade im Sale, ne? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Was ist das denn hier? Das ist doch bestimmt irgendeine Anspielung auf irgendwas, dieses kleine Figürchen hier. Ich verstehe bloß nicht auf was. Sieht aus wie ein Engel oder ein Schornsteinfeger als Schneemann oder irgendwie sowas in der Richtung. Ich glaube, er meint einen Online-Modus. Ja, ich meine online, dass man also wirklich online im Koop das Ding spielen kann und nicht nur so Hotseat, also an einem Rechner. Das fehlt irgendwie, finde ich, schon seit langem bei dem Spiel. Aber ich nehme an, dass sie halt eine Engine haben, die einfach fertig gemacht ist in einer bestimmten Art und Weise, sodass halt Multiplayer wahrscheinlich irgendwie ein riesiges Problem wäre. Oder es ist einfach wegen der Konsole. Das könnte auch sein. Der scheißt die ganze Zeit irgendwelche Goldnuggets aus hier. So, dann gucken wir mal das hier noch an. Was ist das denn hier? Das blinkt und blitzt. Das kriegen wir auch nicht auf. Damn it. Na gut, dann gehen wir mal hier weiter. Riesige Lego-Gegenstände können von zerstört werden. Von Ymir. Ist der jetzt unser Kumpel? Das ist ja witzig. Lüt. Nice. Kriegen wir damit vielleicht das Ding hier auf? Nee, anscheinend nicht. Jawoll. So. Mal gucken. Zuerst kommt noch der Summer Sale. Vor dem Halloween- und Herbst-Sale. What the fuck ist das? Da ist eine Disco drin.
So. Ich glaube, ich habe sie alle zerstört. Wir müssen hier weiter. Hallo? Und jetzt hier. Wow. What the fuck? Is happening? Das war so eine Art Panel, die ja das einen schneller gemacht hat. In eine bestimmte Richtung. Jetzt habe ich das hier angeschaltet. Und nun muss ich wohl loslassen. Aha. Na also, diese alten Ruinen, ne? Haben ja sehr viele Überraschungen offen, anscheinend. Was bist du denn für einer? Aua! Nein, ich fahr dir weg! Vergiss es. Ich hau ab. Das sieht aber nice aus, muss ich sagen. Sehr hübsch. Aua! So, jetzt machen wir den erstmal hier weg. So, das hier sind schon wieder irgendwelche Sachen, die man, halt, bleib hier! Ich will auf die reiten! That's what she said. So. Diese funkelnden Sachen können wir anscheinend nicht. Ich glaube, hier muss ich springen. Sehr nett. Boah, ich hau Pinguine kaputt! Mann, den Pinguine hier! So. Wir bauen mal wieder. Was hat das denn jetzt gemacht? What the fuck? Man baut hier manchmal Sachen zusammen, wo man nicht genau weiß, wozu die gut sein sollen. Ums. Aha. Ach du liebes bisschen. Was habe ich jetzt denn nur wieder angestellt? Oh. So, kann ich mit dem hier auch rüber eigentlich? Oder kann nur sie rüber? Ne, der kann auch rüber. Er ist bloß nicht mitgekommen. Aus irgendeinem Grund. Ach so, nee, das muss sogar sie machen. Ist gar nicht er. Rums. Ah, nice. Damit hat die ihren Stab sozusagen irgendwo angekettet. Wow. Nicht zusammenbrechen. So. Hab doch gesagt, ich komme wieder. Aha, okay. Ich brauche noch mal deine Hilfe, okay? Spring auf und benutze das. Noch nicht. Nein. Ja, alles gut. Ich krieg sie platt. Mit meinem Elektro-Daumen. Der wird voll wahnsinnig. Guck mal an. Hier können wir auch durch. Alleine. Von da oben solltest du einen Astromech-Zugang erreichen können. Kannst du mir damit einen Weg da hoch verschaffen? Bitte was? So, Nummer 1. Das ist easy. Die kriegt man gut hin. Die Rätsel. Gut, dass ich den Stream eingeschaltet habe. Da schenke ich meinen Bruder zu seinem Geburtstag. Ja, tu das. Das ist doch eine gute Sache. Da wird er sich bestimmt freuen. Und dann richte ihm noch schöne Geburtstagsgrüße von mir aus. So, kann ich jetzt hier hoch? Ah ja. Nice. Das ist echt hübsch gemacht. Den haben wir nicht. Den haben wir hier nicht. Wir haben diese Dinger restlos ausgeräumt.
Kommen wir denn hier hoch? Ich komme bald zurück, keine Sorge. Ich kenne diese Schiffe wie meine Westentasche. So. Ich habe letztens ein Video gesehen über das Sounddesign von Star Wars. Ganz interessant gewesen. Aber wie immer sind die Sounddesigner der Meinung, dass 50% des Films besteht aus Sounddesign. Wenn das nicht da wäre und so weiter und so. Natürlich wichtig, richtig, dass die total wichtig sind. Aber 50% würde ich nun wirklich nicht sagen. Ja, da würde man Regisseur, Schauspielern, Kameraleuten, all den anderen Leuten ein bisschen Unrecht tun, muss ich sagen. 50% ist ein bisschen viel. Sounddesign ist wichtig, aber auch nicht so wichtig. Sorry, but not sorry. Die Videos wirken manchmal, ich meine, die sind ja echt interessant und die sind auch richtig teilweise, ja, was die sagen, und auch super gut gemacht und so weiter. Aber manchmal wirken die so ein bisschen so wie so eine Zunft, die irgendwie nicht genug Anerkennung bekommt und jetzt mal irgendwie sagen muss, so, ey, aber 50% der Filme sind echt, also es ist voll wichtig. Das, genau, 50% Sounddesign, 50% Effekte, nein, das geht 80% nicht, Schauspielerei, hier also fast 200, was mache ich? Nein! Ich falle! Lol, ich glaube, ich bin gerade hinuntergestürzt. Wie bin ich denn jetzt da hochgekommen? Ah, hier war das. Genau. So, also nochmal hier rüber. Oh, können wir ja nochmal ganz hoch. Waren wir denn hier schon? Doch, ich war hier schon. So, also, jetzt vorsichtig. Das hier erst nochmal zerstören. Und dann gucken wir mal, wo wir es noch hinbauen können. Dort könnten wir noch was hinbauen. Kriegen wir schon da hoch. Mal gucken. Also gut, mal sehen, ob ich den Tierjäger hochwinden kann. Ach du Scheiße. Wie witzig ist das denn? Wie praktisch! Gern geschehen. Ich habe Arbeit für dich. Das stimmt. Aber erstmal müssen wir das Ding wieder zerstören, was wir da gerade aufgebaut haben. Oh, ich fall hier fast rein und runter. So. Dann wollen wir ihn nochmal bemühen. Da oben sehe ich auch schon unser nächstes Item, was wir irgendwie freischalten müssen. Da, siehst du mal. Zack. Das war's. Mehr nicht. Dann müssen wir das wahrscheinlich nochmal kaputt machen. Nochmal woanders aufbauen. Gucken wir mal, wo wir es noch aufbauen können. Das kann nur sie. Da. Kannst du den Ausgang für uns öffnen? Na klar kann er das. Er kann alles. BB-8 kann alles. Danke. Ab hier sollte der Weg frei sein. Na also. Da ist Licht am Ende des Tunnels. Ihr seid so albern! Lego-Entwickler. Das gefällt. Woher kommst du? Geheim wirklich? Ist bei mir auch so ein großes Geheimnis. Zum Nima Außenposten geht's da lang. Halt dich vom Kelvingrad fern und besser auch von den sinkenden Feldern im Norden. Dort verschlingt dich der Sand. Hör auf, mir zu folgen. Du musst da lang. Morgen früh verschwindest du. Gern geschehen.
Ah, diese Beine machen mich ganz wuschig. Ja, damit war auch die Flucht vom Finalizer zu Ende gespielt. Wir haben jetzt 12 Uhr. Hier würde ich tatsächlich den Stream beenden. Hat sehr Spaß gemacht, das Spiel. Sehr witzig. Ich bin immer bei den Lego-Spielen ist total häufig so, dass ich nicht weiß, was ich tun muss. Man klickt irgendwie wild rum und irgendwann kommt man dann drauf. Neues Level entdeckt. Lorsan Tekkas Rückkehr. Also, ich bin ja auch ein Fan von dem neuen Film, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich finde den total cool, fand den sehr gut. Sehr Spaß gemacht, den zu gucken. Und ja. Na komm, die Siedlung ist nicht mehr weit. Ah, sieht ja schön aus, muss ich sagen. Haben sie gut hingekriegt. Und insgesamt, die neue Engine und so weiter, gefällt auch. So.